Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event Video. Vom Community Goal her sind wir jetzt gerade bei 108,88 Millionen von 125 Millionen Kilometern. Wir stehen hier noch bei Junction City und schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Ich muss gleich nochmal tanken. Das steht schon mal fest. Da das der beste Auftrag ist, fahren wir eine. Boah, nach Kalifornien wäre auch heftig. Aber nach Kalifornien wäre dann eher so ein Ding und auch hier für in ein paar Tagen. Und wir haben noch keine Terminal Zugmaschinen gefahren, deswegen fahren wir einfach zum Wichita Sky Harbor. Von. Warum auch immer die bei Flavor Fair in Junction City sind. Ist eine kurze Fahrt. Nicht wie ich eigentlich es immer geplant hatte. Aber weil das Preis-Streckenverhältnis ja einfach am besten ist. Also um Wellen. Einfach um fast 10 Dollar pro Meile. Nehmen wir die Terminal-Zugmaschine 29.000 Pfund. Machen Widget da. Dann wollen wir auch erstmal tanken. Bevor wir dann die Terminal-Zugmaschine abholen. Ich war ein bisschen eng, dass ich kurz davor war, gegen eine von denen, gegen die Werkstatt zu fahren. Sagte und fuhr gegen die Trennung bei der Zapfsäule. 4,34 $. Und wir tanken 241, oder knapp 242 Gallonen für 1049 Dollar. Und haben jetzt noch, okay. 1608 Yards. Knapp 2 Meilen. Hier kommen wir auch raus. Hier müssen wir sogar raus. In dem Fall mehr oder weniger. Und fahren dann zu Flavor Fair, der gegenüber, keine Silos, sondern wahrscheinlich dann Essensverarbeitung von der Firma, aber auch ein bisschen weird, dass wir hier Terminal Maschinen abholen. Okay. Immerhin eine neue Fracht zu einem, ich glaube auch neuen Ort. Nicht meine. Ich guck mal, wenn wir so vorher hingucken, wir haben das einfach mal drauf. Ja, bei Wichita Sky Harbor war ich bisher nicht gewesen, auch noch nicht bei Global Sky, zumindest nicht bei Wichita. Und Wichita hat ja den Cargo Terminal Flughafen. Und da haben wir sie auch schon. Okay, ja, nicht da, sondern auf einer Seite. Aber es ist nicht unsere Fracht. Es ist einfach nochmal dasselbe. Hä? Ich muss noch ein Stückchen weiter. Dass da einfach jetzt zweimal dieselbe Fracht steht. Also dieselbe, aber die gleiche. Wir haben einen blauen Trailer und keinen. War das ein roter? Es war auch nicht dieselbe Fracht. Also eigentlich so ein Flatbed zu haben, so ein eigenes Flatbed. Ist ja eigentlich auch echt schon nice, ne? Aber dann sieht man die Fracht auch immer. Oh Gott. Haben wir schon rausgeleckt. Aber doch, nee, ist doch dieselbe Fracht.
Und die gleiche Fracht. Wir fahren einen Load King Trailer. Ich weiß nicht, warum wir jetzt geblinkt haben, und ich weiß vor allem nicht, warum der Blinker jetzt ausgegangen ist. Ich habe ihn nicht eigenständig ausgemacht. Der ist von alleine ausgegangen. Jetzt haben wir die 150 Meilen. Oder waren es 156? Es waren 156. Interstate und so. Turn left. Fällt mir ein, ich musste noch. Wow. Gerade eben noch gesehen, als ich nachgeguckt habe für Stings. Missouri war das. Muss ich noch auf die Wishlist packen. Kann man ja bereits schon machen. Habe ich jetzt gerade eben gesehen, zufälligerweise, als ich nochmal fix nachgeguckt habe während der Aufnahme, wie weit denn das Event ist vom Kansas DLC. Missouri, ich glaube, ich noch nicht habe. Oder es war einfach nur Werbung und ich habe schon, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass es das noch nicht habe. Ich weiß nicht warum, aber ich bin einfach davon ausgegangen. Auch wenn es ja nicht mal eine zugeschnittene Werbung war, sondern Standardwerbung. Dann hochbeschleunigen auf 65. Schneller können wir ja nicht. Also wir können schon, aber wir dürfen schon, aber wir können nicht. So. Und wir könnten auch, aber wir können nicht. Jetzt hab ich alles und jetzt ist genau richtig. Minimum 40. Einfach die Random Legs. Und der Random Lag, der jetzt echt gar keinen Sinn gemacht hat. Und dann fahren wir mit Interstate 70 erstmal Richtung. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Colby. Und dann geht's bei Selina südlich wieder gen Wichita. Eigentlich fahren wir dieselbe Strecke wieder zurück, die wir im letzten Video gefahren sind von Oklahoma aus. Den Part in Kansas, den sind wir im letzten Fall auch schon gefahren. Ich meine, ist nicht so, dass wir den Weg nicht schon längst gefahren sind, ein paar Mal, aber es macht schon Spaß. Street. Ich habe immer gedacht, es war die 9th Street, aber. Vielleicht ist es auch die 9th Street, aber. Wobei, gut, dann wäre es wahrscheinlich eine 9 und dann das TH erscheinen. Aber. Probably. So, die zweite Ausfahrt müssen wir nehmen. Sagen runter auf 40 vielleicht oder 35. Exit right. Oder gehen runter auf 30. 30 ist ganz in Ordnung, 35 wird wahrscheinlich auch gehen, aber. Ja, mal schließlich Terminal Zugmaschinen. Dran. Die wollen wir nicht verlieren. Es wäre auch gut, wenn wir raufgelassen werden würden. Just saying.
schon bei Selina, das heißt. Ne, Moment, haben wir schon? Nee, okay, nevermind. Wir sind gerade schon gen Süden gefahren. Wir fahren gerade gen Süden. Weil eigentlich fahren wir noch gerade gen Osten. Wir fahren gen Süden, warum steht in der Osten? Macht auch viel mehr Sinn, dass wir jetzt gegen Süden fahren. Also, pff. Vielleicht spinnt ja auch einfach der Kompass. Weil ich wüsste nicht, was es sonst heißen soll, das hier unten. Vorne haben wir also, ne, die 18, quasi Drive und Gang 18. Ja, gut. Ich bin davon ausgegangen, dass jetzt das E in dem Fall dann die Richtung anzeigt. Diese kurzen Aussätze ab und zu mal selten, aber kommen vor. Die Bluetooth-Verbindung ist immer so ein kleiner Schocker. Da denkt man immer halb so: Okay, das Spiel läuft doch, warum muss der Sound weg? Oder crasht das Spiel vielleicht. Aber da es eigentlich bisher nie gecrashed ist, auch auf diesem Rechner nicht, eigentlich da keine Sorgen, sondern es ist eher so ein. Ist es ein kleinerer Aussetzer oder ein größerer? Weiter nach Wichita. Dann dürften wir auch schon gleich vor Ort sein. Auf 60, okay. Über Spurenwechsel. Man kennt's. Stay left. Wäre ich mal links geblieben. Aber schon echte coole Fracht. Auch irgendwie witzigerweise ein bisschen passend zu dem, wo ich gerade wieder gefangen bin. Wenn man einmal wieder auf ein Video klickt bei YouTube, dann ist man wieder im Loop gefangen. Bin gerade wieder so am Luftfahrt-Video schauen. Mittlerweile auf mehr Helikopter. Flüge und so weiter und auch teilweise so ATC-Videos. Aber bisher, ich weiß noch gar nicht mehr, wen ich überhaupt geguckt habe. Ich habe damals, glaube ich, ein Mädel und einen Typ geschaut, also unabhängig, ich habe zwei verschiedene Kanäle, die mit Propellermaschinen unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob so eine Cessna war, aber ich weiß nicht. Aber keine Ahnung, wie die waren. Vielleicht finde ich irgendwann auch nochmal wieder einen guten Kanal, der
mit dem Flugzeug unterwegs ist. Jetzt schon rechts und dann links, ne? Ja. Turn left. Der Motor 45. Das sieht nach Regen aus. Ich wollte schon sagen, hier bin ich schon gewesen, aber ich habe hier nicht abgeliefert. Oh. Ja, ich gehe schon vom Tempo raus. All Cargo General Aviation Airport Hotel Park and Ride Telephone Lot Airport Administration, Police and Fire, this exit, wo auch immer es denn jetzt hier geradeaus weitergeht. Und da wartet schon. Vielleicht nicht zwingend das Flugzeug für uns auf uns. Stoppschild. In diesem Fall mussten wir gar nicht von da drüben, sondern hier geht's nicht rein. Sondern umliegende Kreise. Wir können ja vorhin auch schlafen, vielleicht bekommen wir dann ja auch vom nicht von Wichita Sky Harbor, sondern vom anderen. Fracht dann im nächsten Video. Wer wird sehen? Genau, wir werden sehen. So. Das ist ein sinnvollerer Satz. We are finished. Dann laden wir mal die Fracht ab. Ausgezeichnet Terminalzugmaschinen von Junction City nach Wichita geliefert. Gefahrenstrecke 160 Meilen, Dauer 19 Minuten. Verbrauchterkraftstoff 25 Gallonen. Das war der 151. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab 12.500 dafür und 401 Erfahrungspunkte. Würde ich sagen, fahren wir noch eben kurz ein bisschen Schlafplatz und auch wenn es nicht wirklich zwingend notwendig ist, aber wie gesagt, vielleicht fahren wir dann im nächsten Video hier von Ultimus. Rennen, wo auch immer. Vielleicht fahren wir dann im nächsten Video von
Flughafen aus. Wir werden es sehen. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch im nächsten Event-Video wieder.